Morgen oder Hyvarkuamenta. Ich hoffe, dass mir jetzt kein Finne aufs Maul haut, denn wir sind schon wieder unterwegs. Ja. Ihr seht hier schon wieder flughafentechnisch, denn mein Schatz und ich fliegen trotz ekelhafter Erkältung mit Fieber und Krankheit und Pest und Cholera in unseren Urlaub nach Finnland. Ich bin sehr motiviert, ich freue mich ganz arg drauf und ja, ja, ich würde sagen, wir halten euch auf dem Laufenden bzw. auf dem Fliegenden oder Fahrenden. Bis dahin! Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem kleinen Voice-Over unserer Komplettzusammenfassung unseres Urlaubs. Im November letzten Jahres sind wir auf die Idee gekommen, hey, lass doch mal in die Ruhe und Frieden fliegen, und da sind wir auf Finnland gekommen. Ja. Und am 7.3. ging es dann los von Frankfurt nach Helsinki und von Helsinki hoch nach Rovaniemi. Und wie ihr da gerade seht, sind wir unterwegs. Und wie am Titel schon unschwer erkennbar ist, es ist unglaublich viel schief gegangen. Viel zu viel. Viel zu viel. Also es hat schon angefangen in Frankfurt, da hat es geheißen, dass wir keine Tickets mit Eincheck-Gepäck gebucht haben. Und da mussten wir dann in Helsinki 60 Euro für unsere zwei Koffer nachbezahlen. Das war nicht ganz so tragisch, da waren wir auch eigentlich immer noch ziemlich guter Dinge. Aber wie ihr über dieses Video immer mehr herausfinden werdet, es ist unglaublich viel schief gegangen. Wir sind jetzt hier in Rovaniemi. Wie man sieht, der erfahrene Kennerblick der Flughafeninnenseiten dürfte es jedem verraten haben. Und warum sind wir immer noch hier drin und noch nicht an unserem Haus? Ganz einfach. Wir haben unsere Kreditkarte vergessen. Und weil wir unsere Kreditkarte vergessen haben, kriegen wir unseren Mietwagen nicht. Und wenn wir unseren Mietwagen nicht kriegen, kommen wir hier nicht weg. Scheiße. Jetzt machen wir jetzt seit einer anderthalb Stunde mit wirklich ganz, ganz tollen und netten Sixt-Arbeitern, die wahrscheinlich gerade eine rauchen sind, in Kontakt gewesen und gemacht und getan. Aber wir kriegen einfach kein Auto. Das ist alles ein ziemlich großer Abfuck. Und es gibt auch keine andere Möglichkeit, ein Auto zu mieten. Man braucht zwingend eine Kreditkarte, und obwohl wir alles im Vorhinein bezahlt haben und so weiter. Das ist ziemlicher Abfuck. Jetzt haben wir uns ein Taxi geholt. Ich habe mich auch schon darum gekümmert, dass die Kreditkarte uns zugesendet wird. In zwei Tagen dürfte die dann da sein. In großer Hoffnung, dass es dann endlich mobil weitergeht. Und das Taxi ist da. Bis dann! Ja, also wie ihr gerade gehört habt, gab es wirklich große Probleme mit der Kreditkarte. Wir haben die, wie gesagt, daheim vergessen, und es ist in Finnland unmöglich, ein Auto zu mieten, wenn man keine Kreditkarte dabei hat. Wie ich auch sagte, habe ich mit meinem Vater telefoniert gehabt, dass der die mir zuschickt da hoch. Das wäre an sich auch kein Problem gewesen, wenn wir in Helsinki gewesen wären. Aber dadurch, dass wir viel weiter oben im Norden waren, wäre die Karte erst 6 Tage später angekommen. Bei einem 7 Tage langen Urlaub ist es ziemlich unnötig. Darum habe ich probiert, eine Ersatzkarte zu kriegen. Auch das hat nicht geklappt. Es hat einfach überhaupt nicht funktioniert und es war uns unmöglich, ein Auto zu mieten. Und das ist eigentlich ziemlich schlecht, wenn man knapp 40 Kilometer weg ist vom nächsten großen Dorf und 15 Kilometer weg ist von der nächsten Einkaufsmöglichkeit. Aber wir haben uns doch dann, wie ihr sehen werdet, gut durchgeschlängelt, würde ich sagen. Nach dieser Odyssee, die ihr gerade gehört habt, sind wir endlich angekommen, aber in einem wirklich wunderschönen Haus. Man kann wirklich absolut überhaupt gar nichts dagegen sagen. Ich mach mal eine kleine Tour. Hier haben wir unsere kleine Küche. Sehr cool. Naja, was heißt sehr kühl? Cool, es ist nun mal eine Küche. Hier haben wir eine Tür nach draußen. Und wenn man das kurz draußen zeigt. Oh, seht ihr das? Da ist alles voller Schnee. Wir haben, glaube ich, minus 7 Grad oder sowas. Minus 7, minus 8. Es ist auf jeden Fall schweinig kalt. Es ist geil. Dann gehen wir doch mal weiter. Und da haben wir eine kleine Sitzecke. Da haben wir eine kleine Bella, die gerade hektisch Dinge machen muss, damit wir unser Auto auch kriegen. Einen eigenen Ofen, dann einen Fernseher, das ganze übliche Gedöns. Dann haben wir hier natürlich ein Bett. Und man muss sagen, dass die Leute wirklich unfassbar freundlich und lieb sind. Also alle Leute hier, war ganz toll mit denen zu quatschen. Und die haben uns auch eine wunderschöne Tour gegeben durch dieses bezaubernde kleine Häuschen hier. Und dann gehen wir noch mal weiter, und zwar hier rein. Hier dann haben wir Wäschetrockner und Waschmaschine. Das ist die kleine Waschküche. Aber das Highlight
Ein Waschbecken. Ist es nicht grandios? Und Achtung. Krass, oder? Kommt sogar fließend Wasser. Nein, Quatsch. Hier. Wir haben eine eigene Sauna im Haus. Eine finnische Sauna. Davon gehe ich jetzt mal aus. Was schieße? Wie ein Finnland sind. Bedümpsch. So, liebe Leute, der erste richtige Urlaubstag. Wie ihr hört, wir sind immer noch ziemlich am Verrecken hier. Aber, mein Gott, schaut euch das mal an hier. Rovaniemi Innenstadt. Ja, geht der Punk ab. Nee, Quatsch. Wir haben auch nichts Großes erwartet. Genauso wollten wir es, ja. Und also man kann jetzt schon sagen, die Leute hier sind einfach alle absolut hilfsbereit und freundlich und nett. Und fahren bei dem Wetter Fahrrad. Mit gigantischen Reifen. Sehr cool. Lebensmüde auch. Nein, so, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren in der Stadt. Wir waren gerade einkaufen und es hat etwas gedauert, bis wir Energy Drinks gefunden haben und Red Bull stand irgendwo, aber wir hatten auch das Red Devil. Ha! Ein Gruß an die Jungs vom Pelzer Deivel. Es freut mich natürlich sehr, dass es einen derartigen Energy Drink gibt. Und jetzt probiere ich den mal. Schmeckt gut und schmeckt eindeutig noch 3 Punkte am Sonntag. Immer noch in Rovaniemi, immer noch ohne eigenes Auto und immer noch ohne Kreditkarte und das wird sich auch nicht ändern. Haben wir jetzt Alternativen gefunden und zwar die Bella hat ganz, ganz schnell den Hubschrauberflugschein gemacht. Und nachdem wir das dann gemacht haben, ist uns aufgefallen, man braucht eine Kreditkarte, um einen Hubschrauber zu leihen. Hätten wir vorher dran denken sollen. Nein, Quatsch. Wir haben einen Bus gefunden, der fährt. Und der ist sogar ziemlich günstig. Also ein Zehntel des Taxipreises. Somit können wir damit leben. Und jetzt sind wir natürlich nicht ganz so mobil, aber dennoch unterwegs. Ich glaube, der fährt auch nur 4-mal am Tag. Es ist aber egal. Ja. Also wir wollen ja, wenn dann morgens hin und abends zurück. Wenn überhaupt. Jetzt ist natürlich sehr schade, dass der Tag dafür halt draufgegangen ist. Hallöchen, ihr lieben Leute. Vielleicht ist euch gerade aufgefallen, dass die Qualität etwas runtergegangen ist. Alter, ohne Scheiß, wir haben unsere fucking Kamera im Bus vergessen. Echt jetzt? Also in dem Urlaub läuft wirklich alles schief, was schief laufen kann. Jetzt haben wir da natürlich direkt beim Busunternehmen angerufen. Und die haben gemeint, mit etwas Glück findet's der Fahrer. Also wir haben erklärt, wo wir saßen. Und der kommt morgen hier nochmal vorbei. Und dann können wir die dann unterwegs einfach am Bus quasi abholen. Alter, echt, es läuft einfach alles schief. Es nervt mittlerweile dezent. Wir wollten eigentlich einen entspannten und erholsamen Urlaub. Aber jetzt ist der erste Tag rum und ich habe mehr Magengeschwüre als vorher. Scheiße, ey. Yeah, Leute. Warum filme ich die Bella dabei, wie sie ein Foto macht? Ganz einfach. Wir haben gestern im Bus diese Kamera vergessen. Und eben da hinten, vielleicht sieht man ihn noch, ich glaube es ja nicht, war ein netter Busfahrer. Der hat uns die jetzt hier direkt vor die Haustür gefahren. Geil. Leute. Halt. Jetzt, nachdem am Anfang ja alles schief lief mit der Kreditkarte, mit den Koffern und so weiter, fängt jetzt die Glückssträhne an. Ich wette, dass der Fadi schon im Lotto gewonnen hat. Und jetzt haben wir unsere Kamera wieder und gleich gewinnen wir da vorne an eine Rentier-Verschenkaktion. Ein Rentier und da können wir überall hin reiten, wo wir Bock drauf haben. Schatz, hast du so einen Stand gesehen? Das ist unser kleines Häuschen. Klein, aber fein, muss ich sagen. War super ausgestattet, wie ihr gesehen habt, und unglaublich gemütlich, einfach ganz toll. Wir werden eine Schneeschuhwanderung machen. Und ich kann euch sagen, ich habe das noch nie gemacht. Die Bella auch nicht. Und es wird eine packende Angelegenheit. Nachdem die Bella mir und sich die Schuhe angezogen hat, geht's jetzt los. Schatz, auf wie? Weltrekord sind, glaube ich, runde 9 Sekunden auf 100 Kilometer. 100 Kilometer. Der Yeti! So, wo gehen wir denn hin? Also tatsächlich, es lässt sich ganz einfach auf hohem Schnee laufen. Und ehrlich gesagt, so viel anders wie mit normalen Schuhen ist es eigentlich gar nicht. War doch anstrengender als gedacht.
Insbesondere, wenn man dann nicht gerade auf den vorgelaufenen Pfaden gelaufen ist, ist man wirklich knietief eingesunken und das ist doch sehr anstrengend, dann zu laufen. Die Bella und ich, wir hatten ziemlich Krach. Sie hat mich rausgeschmissen. Darum musste ich mir eine Alternativbehausung bauen. Ich denke, was ist ganz gut war, oder? Gute Nacht. Es hat nicht für tiefer gereicht. Das heißt, wenn es schneit. Ah! Das ist so kalt. Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Warum bewege ich mich so schnell? Und warum hört man eigentlich kein Fahrgeräusch? Ganz einfach. Genau, die Bella macht die Special Effects. Warum steht sie eigentlich so komisch hinter mir? Ganz einfach. Alter, Leute. Ausgeschlitten fahren. Ey, es ist der absolute Hammer. Ohne Scheiß, Leute, das ist pervers. Es macht so viel Spaß. Es ist so toll. Guckt euch die Gegend an. So, während ihr euch diese wunderschöne Landschaft anschauen könnt, erzähle ich euch, was auch an diesem Tag schief lief, denn es wäre nicht unser Finnlandurlaub gewesen, wenn nicht irgendwas schief gelaufen wäre. Es war kein Problem mit dem Aufstehen, denn da waren wir pünktlich genug, wollten um 8.30 Uhr den Bus nehmen, damit wir pünktlich zu unserem Treffpunkt kommen. Wo wir dachten, er wäre um 10 Uhr. Und kurz bevor wir losgefahren sind, fällt uns auf, oh mein Gott, Treffpunkt ist schon um 8.30 Uhr in der 40 Kilometer weit entfernten Stadt Rovaniemi. Und unser Bus braucht ungefähr eine Stunde dorthin. Das war natürlich voll Mist. Also wir Panik, auf Gott, was machen wir? Dort angerufen, die Situation erklärt. Die Dame hat sich wirklich bemüht und uns beruhigt und gesagt, sie probiert eine Lösung zu finden. Sie ruft uns gleich zurück. Kurz drauf, wir saßen dann im Bus nach Rovaniemi, ruft sie mich zurück und meint, ja, es ist auch nicht möglich, das auf morgen zu verschieben, es sei denn, wir bezahlen die Tour komplett neu. Unser Geld für die verpasste Tour kriegen wir aber auch nicht zurück. Also, da ist natürlich eine kleine Welt für uns zusammengebrochen, aber sie meinte dann so, wir sollen zum Busfahrer sagen, er soll uns irgendwo rauswerfen und dann kommt das Taxi, das dieselbe Straße fährt und liest uns irgendwo halt auf. Alles klar, wir zum Busfahrer, der hat uns dann irgendwo in der Pampa rausgeworfen. Wir sind dann gut 700 Meter die Straße zurückgelaufen und haben uns dort hingestellt. Und glücklicherweise, keine 5 Minuten später, kam das Taxi vom Bierhill und hat uns aufgelesen. Und dann sind wir gemütlich zu unseren Hündchens gefahren. Also es hat dann Gott sei Dank noch geklappt. Und also ich muss jedem sagen, wenn ihr mal in Finnland seid, macht diese Tour. Das Bierhill ist einfach der absolute Hammer. Definitiv. Die 2 Stunden gingen rum wie nichts. Die Landschaft unglaublich toll. Und macht es auf jeden Fall. Und das nächste Mal wollen wir eine 2-Tagestour machen. Denn es lohnt sich einfach. Seht euch das an. Es ist einfach wunderschön. Gerade sind wir auf dem Weg wieder in die Heimat der Hündchens. Denn unser Trail ist leider schon vorbei. Das finde ich sehr, sehr traurig, denn es war unglaublich schön, wirklich unfassbar. Man kann das ganz schwer beschreiben. Es war einfach der absolute Hammer. Was denkst du, Schatz? Wow. Also anstrengend teilweise, aber echt klasse. Also die Aussicht genießen und theoretisch braucht man eigentlich gar nichts machen. Die Hunde machen alles. Es ist der absolute Hammer, es ist so wunderschön und um das nochmal zu belegen, schwenke ich noch einmal rum. Nach getaner Arbeit kriegen die Hunde auch ein bisschen Streicheleinheiten. Zuerst von der Bella und dann bin ich Achter. Ich will nämlich auch. Du kannst sagen, ich komme doch gleich weiter. Ach Gott, seid ihr so süß! Und so muffelig! Der Großer! Ist gut gemacht! Ganz viel toll gerannt! Nach unserer wundervollen Husky-Schlitten-Tour sind wir jetzt doch etwas geschwächt und müssen uns stärken. Darum sind wir hier, um Nahrung aufzunehmen. Und was hat mein Schatz hier in Finnland? Selbstverständlich muss das sein. Ein Wiener Schnitzel. Ach, selbstverständlich. Und was hatte Matthias? Einen Burger, aber mit finnischem Fleisch. Und zwar Rentierfleisch. Da
bin ich jetzt mal gespannt, wie der schmeckt. Der erste Biss muss natürlich dokumentiert werden. Die Bella muss ja urteilen, ob die Finnen Schnitzel kochen können. Sie läuft noch nicht grün an. Obwohl die Haare, die sehen verdächtig aus. Schmeckt's? Mhm. Ja? Mhm. Sehr gut, das freut mich. Achtung. Mhm. Boah, Leute. Alter. Man muss sagen, ne? Das Essen hier, das kostet jetzt 18 Euro, der Burger. Aber wenn ihr das probieren könntet, das wäre es euch wert. Ohne Scheiß, mein Gott, das ist, glaube ich, der beste Burger, den ich, ja, würde fast sagen, in meinem Leben je gegessen habe. Das ist der absolute Burner. Hallo ihr lieben Leute, heute ist ein etwas ruhigerer Tag, obwohl wir schon viel gearbeitet haben, und zwar von hier rüber. Komplett einmal ums Haus rum, dann hier entlang, den ganzen Weg, ganz weit davor und dann rechts rum zur Straße. Das haben wir alles schneeschippentechnisch Schnee geschippt. Ja, wie man das halt so macht. Und ansonsten, heute machen wir, wie gesagt, etwas ruhiger und ja, morgen geht's dann richtig geil los zum Eisbrecherfahren. Bin schon top motiviert und freue mich tierisch drauf. Sonntag bei angenehmen minus 5 Grad, lasse ich die Kamera fast fallen, stehen mein Schatz und ich schon wieder in Rovaniemi. Ja. Denn heute fahren wir, wie heißt das Kaff eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo in Schweden. Nicht irgendwann in Mexiko, sondern irgendwo in Schweden. Denn heute gehen wir Eisbrecher fahren. Alter, das wird so geil. Ich danke meinem Schatz nochmal ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Valentinsgeschenk. Ganz, ganz toll. Das nenne ich doch mal ein Geschenk. Am Eisbrecher angekommen. Begeben wir uns jetzt langsam auf das sinkende Schiff. Ah, Quatsch, nee, halt. Was geht los? Gehen wir da in die weite Ferne. Die hab ich gerne. Ob ihr es glaubt oder nicht, an diesem Tag ist nichts schief gelaufen. Gar nichts. Das war total untypisch. Wir waren pünktlich am Treffpunkt. Wir sind super dahin gekommen an den Eisbrecher. Das Wetter war klasse gewesen. Es ist nichts verschwunden. Alle Kameras waren noch da gewesen. Also wirklich total ungewöhnlich für diesen Urlaub, aber wunderschön, wenn ihr euch das anguckt. Und ich möchte hier ganz kurz zwei Worte über dieses wunderschöne Schiff, über den Polar Explorer, verlieren. Das ist nicht nur ein Eisbrecher, sondern auch ein Rettungsschiff für im Eis stecken gebliebene andere Schiffe und ist erst seit diesem Jahr eine Touri-Attraktion, sag ich mal. Kann ohne Probleme 3 Meter dickes Eis durchbrechen. Und hier seht ihr gerade 1 Meter dickes gerade mal, und das war schon unglaublich faszinierend. Also es war eine Fahrt, die sich mehr als gelohnt hat. Auch wegen etwas, was ihr gleich erfahren werdet. Und wie ihr hier seht, konnte man diese unglaublich attraktiv machenden Ganzkörperkondome, nein, das sind natürlich Survival Suits, anziehen. Das sind Trockenanzüge, die isolieren wie Neoprenanzüge, aber man bleibt komplett trocken. Und dann konnte man im Polarmeer baden, also eher rumdümpeln, würde ich eher sagen. Toter Mann spielen, aber es war unfassbar toll. Mir hat es ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht. Der Bella wurde leider irgendwann kalt. Denn ja, ich bin da. Ein Warmduscher bin ich. Ja gut, das Wasser war auch wirklich sehr kalt, aber es war halt einfach ganz toll, wie ihr hier seht. Man konnte sich einfach wirklich mal treiben lassen und es war wirklich ganz, ganz toll. Ich danke der Bella nochmal ganz herzlich für dieses wunderbare Geschenk. Das werde ich niemals vergessen. Zeitvertreib im hohen Norden, Frisbee spielen im Schnee. Meine lieben Freunde, am 6.7.2013 sind die Bella und ich zusammengekommen
Und heute ist der 12.03.2017. Und sie hat ja gesagt. Das ist so toll. Und welcher Ort könnte eigentlich besser sein als dieser hier? Wir sind immer noch auf dem Schiff und ich erfahre jetzt, wie Lautre gespielt hat. Gegen Heidenheim zu Hause 1-1. Ihr scheiß Vollidiot. Nach 4 Stunden hieß es dann wieder zurück in den Heimathafen, was mir sehr, sehr leid getan hat, denn Eisbrecherfarm war schon immer mein Lebenstraum und es hat mir unglaublich gut gefallen und es war schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Also das muss ich auf jeden Fall nochmal machen, aber dann wesentlich länger. Und da sind wir schon wieder an unserem Heimathafen angekommen. Jo, schade, ne? Captain Nibby hat wieder gut gefahren. Nach diesem wunderschönen Tagestrip laufe ich mit meiner Verlobten hier durch Rovaniemi. Und wir versuchen etwas zu essen zu finden. Wir waren gerade in einem Restaurant, das wir empfohlen bekommen haben, aber da muss man 1 Stunde auf den Tisch warten. Bescheuert! Wenn der Tisch sich nicht beeilen kann, dann gehe ich da nicht essen. Nee, es ist schon, wie spät ist es? Ich glaube halb acht. Nee, dann wäre das 8:30. Bis dann Essen kommt, ist 9:10. Wir müssen noch mit dem Taxi heimfahren, dann ist 11. Und der Tag war doch anstrengender als eigentlich gedacht. Insbesondere, weil wir beim Anziehen dieser lustigen orangenen Anzüge die Schuhe ausziehen mussten. Und dann sind wir durch ein komplett nasses Abteil gelaufen. Also die Socken sind klitschnass und kalt, jetzt natürlich dann dem Schneeboden. Und das ist natürlich alles etwas suboptimal. Aber naja, mal schauen, was der Abend noch so bringt. So, der letzte Tag. Es hat heute Nacht wieder ziemlich heftig geschneit, wie ihr seht. Also, wow, was hier runterkommt, ist wirklich krass. Da stehen auch schon unsere Koffer, denn wir bewegen uns gleich Richtung Flughafen, um dann wieder von Rovaniemi nach Helsinki und von Helsinki nach Frankfurt zu fliegen. Mein Schatz. Tja, das war's. Ja. Schade. Sehr schade. War ein wunderschöner Urlaub. Und da ist unser schöner Urlaub auch schon wieder rum. Turbulenter Urlaub. Ja. Es war wirklich zum Teil großes Chaos, aber es war unglaublich toll. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, denn definitiv Finnland, nicht. Ihr habt es gesehen, wie wunderschön die Gegend dort ist. Wie, also die Leute, die sind so freundlich, so offen, so herzlich. Es ist, mir fällt nur Positives darüber ein. Ja. Und also, wenn ihr die Möglichkeit habt, reist da mal hin im Winter und schaut euch es selbst an. Das ist einfach viel zu schön. Aber im Oktober geht es jetzt für uns beide erstmal nach Rumänien und auch darüber gibt es dann wieder ein paar Bilder. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.